Alter, was geht ab, Leute, Junge? Mir fehlen echt die Worte, ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Niantic, was habt ihr euch dabei gedacht? Was ist das für eine Box? Gestern Abend wurde das Event angekündigt, das Event. Sehr unspektakulär. Pikachu mit Mütze und irgendeine Aktionsbox. Diese Aktionsbox haben wir danach im Shop gefunden. Kostet 1200 Münzen. Ich blende es hier wahrscheinlich ein. 1200 Münzen. Drin sind Inkubatoren. Raid-Pässe, also 6 Inkubatoren, 2 Raid-Pässe, Beleber und Hyperbälle. Anzahl interessiert mich nicht. Und die kostet 1200. Und die kam gar nicht gut an, so wie ich das gesehen habe. Sehr viele leiden. Richtig, richtig nicht saftig. Auch wenn es das Wort nicht gibt. Das Gegenteil von saftig ist leidend. Auf jeden Fall richtig leidende Box, richtig schlecht. Also es muss jetzt nicht irgendwie richtig krassen Rabatt geben, so 50% oder so, muss echt nicht sein. Aber dass die Box sogar teurer ist, als alles einzeln zu kaufen, theoretisch. Also das geht echt nicht. Keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Also 6 Inkubatoren zusammen kostet 900. 2 Raid-Pässe je 100 sind schon mal 1100. Sprich, du zahlst 100 für diese, für die Hyperbälle und die Tränke, die eh keiner haben will. Also ich schmeiß Tränke sogar weg. Ich schmeiß die weg und die wollen, dass ich das für 100 kaufe. Kein Kommentar. Sprich, wenn du das einzeln kaufst, kommst du sogar billiger weg, sparst du dir 100 und die zwei anderen Sachen brauchst du eh nicht. Die sind eh umsonst, umsonst. Aber auf jeden Fall schreibt unten in die Kommentare, was ihr von der Box haltet. Es haben sogar schon ein paar ihren Frust bei meinem letzten Video ausgelassen, zwecks der Box. Aber jetzt könnt ihr unten in den Kommentaren euren Frust rauslassen, was findet ihr von der Box. Ansonsten hatte ich eigentlich heute geplant, darüber zu reden, wie saftig ich das Spiel momentan finde. Was sehr ironisch ist, da die Box so enttäuschend ist und das Event. Aber beim Event erhoffe ich mir auf jeden Fall, dass da noch was kommt, weil selbst für so ein komisches Sonnenwend, für so eine komische Sonnenwende haben die ein relativ gutes Event gemacht. Sprich, man kann sich echt denken, dass für den Geburtstag was Besseres kommt als das. Die Events bisher waren auch alle recht gut. Also wir hatten jetzt ein Jahr Niantic, ein Jahr Events und da war echt jedes Event ganz gut. Abgesehen von Weihnachten, das fand ich echt schlecht. Aber schreibt unten rein in die Kommentare, welches Event ihr am besten fandet und ob ihr auch glaubt, dass da noch mehr kommt. Ansonsten hatte ich echt vor, heute darüber zu reden, wie saftig ich das Spiel momentan finde. Da hat mich auch einige dazu gefragt, wie ich das Spiel momentan finde, weil mehrere rumheulen, mehrere gerade Pause machen, sogar aufhören, meistens sogar High-Level-Spieler. Und wie meine Meinung dazu ist, hatte ich eigentlich vor, darüber zu reden, was aber dann nicht so gut kommt, wenn Niantic gerade so einen Müll macht. Und da war ich auch ein bisschen angepisst, ein bisschen enttäuscht von Niantic gestern Abend, aber dann bin ich heute aufgewacht und habe paar Kommentare gelesen und die waren echt übertrieben, also ein bisschen zu viel Hate an Niantic. Das hat meine Wut wieder ein bisschen runtergeschraubt. Da kam so Scheiß wie: Hoffentlich hören alle Spiele auf, dann sieht Niantic, was für einen Müll die machen oder so und hoffentlich geht die Spielerzahl zurück und sowas. Also richtig dumme Sachen. Also wenn die Community schwächer wird, dann schadet es nicht Niantic, sondern dann schadet es uns, den Spielern, die Community selbst. Und wenn ich solche dummen Kommentare lese, dann geht meine Wut an Niantic weg und ich will mich von den dummen Spielern distanzieren. Und nicht auf derselben Seite sein wie die. Aber auf jeden Fall, egal was passiert, egal was los ist, es gibt immer Rumgeheule. Und überraschend sehr, sehr viel in der Pokémon Go Community. Vor allem in letzter Zeit. Es langweilt mich sogar sehr. In sehr vielen Chats sehe ich echt nur noch Rumgeheule. Aber jeder wie er will. Auf jeden Fall, mir macht das Spiel momentan sehr, sehr viel Spaß. Es hat mir, um ehrlich zu sein, jetzt macht es mir mehr Spaß. Nee, nee, so kann man das nicht sagen. Meiner Meinung nach ist es jetzt der zweitbeste Moment in Pokémon Go. Und die meinten, der Sommer wird legendär. Und abgesehen vom Fauxpas, vom Fail gestern, hatte ich echt geglaubt, dass es auch echt legendär wird. Ich fand es bisher echt gut. Die Raids, okay, das Arena-System, das ist echt schlecht, aber Arenen sind nicht alles und das kann sich noch verbessern. Aber die Raids finde ich echt gut. Die haben das Spiel auf jeden Fall wiederbelebt. Ich sehe so viele neue Spieler. Seit dem letzten Sommer gab es nicht mehr so viel Aktivität und das gefällt mir am meisten. So viele neue Gruppen, so viele Leute tauschen sich aus, man trifft so viele neue Leute. Davor war es halt echt tot, man kann es nicht anders sagen. Die Arenen hier, keiner hat die gemacht, es war nichts los auf den Straßen, man hat nie irgendwelche Spieler gesehen, ich kannte echt jeden hier. Und jetzt in jeder Arena sehe ich neue Spieler, alte Spieler kehren zurück, Leute fangen wieder an, also besser geht's gar nicht. Und genau jetzt heulen ein paar Spieler rum. Die sogenannten High-Level-Spieler, also das kann ich echt nicht nachvollziehen. Die haben die beschissene Zeit überstanden
wo nichts los war, wo tote Hose war. Zum Beispiel so November, Dezember, zum Weihnachtsevent, Januar. Die drei toten Monate, wo ein Weihnachtsevent kam, das halt der absolute Müll war. Es gab natürlich wieder Pikachu mit der Weihnachtsmütze, vermehrt Starter-Pokémon, wen juckt's, und eine Box. Das war das schlechteste Event meiner Meinung nach. Und die Spieler haben trotzdem weitergespielt, die Hardcore-Spieler. Und genau jetzt, wo alle Spieler zurückkommen, wo es richtig saftig ist, heulen die rum und leiden und hören auf mit dem Spiel. Und für die meisten ist der Grund, wieso sie jetzt aufhören, dass sie mit ihren gemaxten Pokémon nichts mehr anstellen können. Ihr wisst, ich habe eh nie meinen Pokémon gemaxt, ich habe darin keinen Sinn gesehen. Also für mich hat sich seit dem neuen Arena-System gar nichts geändert, deswegen habe ich weiterhin Spaß. Aber die anderen, so wie ich es mitbekommen habe, der einzige Grund, wieso die gespielt haben, laut denen anscheinend, ist nur, um ihre Pokémon zu maxen. Das war der einzige Sinn, den sie in diesem Spiel gesehen haben. Ich habe nur die minimale Anzahl an Pokémon gemaxt und gepusht, die ich überhaupt gebraucht habe. Und die haben halt alles reingesteckt. Und das war so, wie es aussieht, echt der einzige Sinn und der einzige Grund, wieso die gespielt haben, um ihre Pokémon zu maxen. Dann frage ich die natürlich, und was habt ihr mit dem Pokémon gemacht? In Arenen gestellt. Und das kann man jetzt immer noch machen. Wo ist der Unterschied? Ja, damals hat es Sinn gemacht. Damals hat es mir was gebracht. Und dann kommt von mir, nee, hat es nicht gebracht. Mehr als 10 hatte man nicht gebraucht. Der Rest war echt komplett unnötig. Und wenn ihr so gedacht habt, hättet ihr genauso gut aufhören können, wo die meisten Mitläufer aufgehört haben mit dem Hype. Denn für die war echt der einzige Sinn, ihr Pokémon zu maxen, zu pushen, ihr ganzes Sternstab auszugeben und dann diese Top-Pokémon irgendwo in Arenen zu stellen, damit die jeder sehen kann, damit sie ganz oben stehen. Die haben halt alle ihre Pokémon gemaxt und gepusht und damit sie ganz oben in den Arenen stehen, viele Arenen. Dann haben sie ihre Münzen bekommen. Da frage ich, was macht ihr mit euren Münzen? Glücksei und Inkubatoren kaufen. Und was macht ihr damit, frage ich? Noch mehr Pokémon maxen und pushen. Wie ihr sehen könnt, ist das ein Kreislauf. Ein Kreislauf, in dem ich nie gefangen war. Dementsprechend für mich echt keine Änderung. Und jetzt sehen die keinen Sinn mehr im Spiel, da der Kreislauf gebrochen ist. Und sie mit ihren gemaxten Pokémon nichts mehr anstellen können. Solange du deine 10 Arenen hast, also solange du deine Münzen bekommen hast, was mir immer egal, wie viele starke Pokémon ich habe. Und echt traurig zu sehen, dass für die meisten Spieler der einzige Grund war zu spielen, unnötig, sinnlos ihre Pokémon zu maxen und dann irgendwo präsentieren zu können. Und ohne diese Plattform sie präsentieren zu können, keinen Sinn mehr in dem Spiel sehen. Also ich kann es echt nicht begreifen. Da kommen so Kommentare wie, wozu sammle ich Sternstaub, wozu gibt es Sternstaub, was bringt mir das? Wozu soll ich noch ein höheres Level anstreben? Was bringt mir das? Pushen bringt eh nichts. Und dann kann ich immer nur sagen, davor hat es genauso wenig gebracht, wie es halt jetzt nichts bringt. Nur jetzt realisieren die Leute, dass es nichts bringt. Davor war ich einer der wenigen, die gecheckt haben, dass es nicht so viel bringt. Aber man hat es davor früher auch einfach so gemacht zum Spaß. Weil in erster Linie das Spiel ist, der Sinn des Spiels ist es, Spaß zu haben und Zeit vertreiben. Also ich kann es echt nicht nachvollziehen. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe eine Nachricht an alle High-Level-Spieler, die momentan keinen Bock auf das Spiel haben, die gerade leiden. Wenn ihr jetzt keine Motivation an dem Spiel findet, dann liegt es an euch, weil es hat sich im Spiel kaum was geändert. Abgesehen von den Arenen, die sind echt schwächer geworden, schlechter. Aber an sich, wenn man es genau betrachtet, hat sich absolut nichts geändert. Ihr könnt genauso weiterhin farmen, Sternstaub sammeln, EP sammeln, eure Pokémon pushen. Es hat sich echt nichts geändert, außer die Plattform, in der ihr eure Pokémon präsentieren könnt. Und falls ihr das nicht checkt, dann habt ihr echt ein Jahr lang euer Leben, eure Zeit verschwendet. Wenn das euer Sinn war in dem Spiel und jetzt keinen Spaß mehr daran habt, nur weil ihr eure Pokémon nicht mehr präsentieren könnt, weil das ist echt nur ein psychologischer Faktor. Wenn man den erstmal begreift, dann gibt es echt keinen Unterschied zu dem, was ihr davor gemacht habt. Außer, dass ihr halt jetzt eure Resultate im Spiel nicht präsentieren könnt. Oder nicht gleich effektiv präsentieren könnt wie davor. Aber im Grunde genommen macht man immer noch dasselbe. Dementsprechend kann ich das echt nicht nachvollziehen. Und falls ihr deswegen echt aufhört, dann habt ihr echt ein Jahr eures Lebens verschwendet. Und ihr hättet echt aufhören müssen, als die ganzen Mitläufer mit dem Hype aufgehört haben. So, das war's. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Niantic Box zum Jahrestag Jubiläum. Echt schlecht. Kauft euch die nicht. Aber das muss ich eh nicht sagen. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass die schlecht ist. Ansonsten hoffentlich kommt da noch mehr, weil Niantic macht in letzter Zeit nicht so viele gute Sachen. Aber obwohl die in letzter Zeit echt fehlen und nicht so gute Sachen bringen, ist es meiner Meinung nach kein Grund aufzuhören, weil die auch gute Sachen bringen und das Spiel meiner Meinung nach momentan echt seit sehr, sehr langem mal wieder Spaß macht. Sogar der zweite Höhepunkt, würde ich sagen. Seit dem Sommer hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Dementsprechend kann ich die Leute nicht nachvollziehen, die jetzt aufhören. Vor allem nach diesem trockenen, traurigen, leidenden Winter.
genau jetzt, wo es wieder spannend wird. Und ansonsten an alle da draußen, weniger rumholen, mehr spielen. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Spiel momentan, zur Box und allgemein einfach eure Meinung. Und checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und CS Business.